Ein tolles Dessert nicht nur zu Ostern, das Eierlikör-Parfait. Dafür brauchen wir natürlich Eierlikör und den machen wir heute selber. Wir brauchen dafür natürlich Eier. Die trennen wir einmal. 8 Stück an der Zahl. Und das letzte Ei von glücklichen Hühnern geht auch in unsere Schüssel. Als nächstes Vanilleschoten. Einfach der Länge nach aufschneiden und mit dem Messerrücken auskratzen. Wir nehmen Puderzucker, 250 Gramm. Und da ist noch ein bisschen Vanille am Messer. Und das Ganze verrühren wir erstmal. Wir nehmen Puderzucker, weil er sich sofort auflöst im Vergleich zu körnigem Zucker. Jetzt geben wir unsere Kondensmilch dazu. Circa 300 Gramm. Die Kondensmilch mit den Eiern weiter verrühren. Und damit es auch ein Likör wird, brauchen wir natürlich Rum. Ein Viertel Liter in unsere Masse geben. Und miteinander verrühren. Damit unser Eierlikör auch andickt, geht es jetzt rüber an den Herd. Dort steht schon unser Wasserbad. So, unser Wasser kocht schon. Schüssel draufsetzen. Darauf achten, dass die Schüssel nicht mit dem Boden im Wasser hängt. Müsst ihr ein bisschen Geduld mitbringen. Das dauert bei der Masse an Eierlikör sicherlich 5 bis 6 Minuten, bis das Ei anfängt zu binden. Und dann müsst ihr genau den richtigen Moment abwarten. So. Und runter mit unserem Eierlikör. Knapp 5 Minuten sind vergangen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr nicht aufhört mit Rühren. Auch wenn ihr die Schüssel schon vom Wasserbad runtergenommen habt, immer weiter rühren, da die Schüssel noch eine gewisse Restwärme hat und die Gefahr, dass dann euer Eierlikör stockt, ist relativ hoch. Jetzt geht es daran, unser Eierlikör-Parfait auch zu bauen. Dafür habe ich mir ein bisschen Eierlikör abgefüllt und abgekühlt. Ich gebe ihn in eine Rührschüssel. Dazu 4 Eier. Und ca. 50 Gramm Zucker. Das Ganze verrühren wir gut miteinander. Geben geschlagene Sahne dazu. Und rühren auch die geschlagene Sahne vorsichtig ein. So. Unsere Masse ist fertig. Und können sie in eine, zum Beispiel eine Kuchenform füllen. Gut verteilen. Und für etwas Besonderes habe ich Schokolade geschmolzen und einfach im Kühlschrank auskühlen lassen. Also auf ein Blech verteilt. Plastikfolien dazwischen. Und dann einfach Schokoladensplitter auf eurem Parfait verteilen. Die Definition von Parfait ist halbgefrorenes Eis oder ja, halbgefrorenes, deswegen auch die geschlagene Sahne und der Alkohol. Und das Ganze geht einfach gleich in den Froster. Die nächste Lage drüber. Und wieder Schokolade verteilen. So,
Jetzt geht das Ganze noch in den Froster, bis es durchgefrostet ist. Dann können wir es stürzen und anrichten. Direkt aus dem Froster unser Eierlikör-Parfait. Ich habe es schon gestürzt. Und jetzt können wir uns einfach ein Kuchenstück rausschneiden. Auf einen Teller setzen. Gabel dazu und natürlich Eierlikör. Ich wünsche euch guten Appetit.